Sehr schön. Guck, da haben wir nämlich jetzt wieder eine Fahne. Und die haben wir da oben bei dem Nilpferd nicht. Und das macht mich so ein bisschen stutzig. Aber ist nicht so schlimm. Wir zocken jetzt nochmal eine Runde. So, und zwar direkt hier hinlenken. Sehr gut, Alex. Das ist gut gemacht. Ja, dann nehmen wir nochmal einen 200er wieder, ne? Und den Rest sparen wir direkt wieder, denke ich. Mal gucken, ob wir wieder 20 Leben ergattern. Wäre schön. Naja, diesmal glaube ich nicht. Aber drei. Immerhin. Immerhin. Ja, sind ein paar. Ja, wollen wir den Rest jetzt sparen? Oder ein Fuffi. Komm, ein Fuffi machen wir und dann ist Schulz. Oh, hier gibt es ja nichts Dolles, ne? Nee, das lohnt sich gar nicht. Nee, also dafür gebe ich kein Geld mehr aus. Die 200er waren besser. Dann sparen wir lieber den Rest. So, ja, wir wandern wieder rum. Das macht mich schon stutzig, dass da oben keine Fahne ist. Oder ist, warte mal, ist die Fahne vielleicht auf dem Mond erschienen da oben? Das kann natürlich auch sein. Ah, okay, dann, alles klar, dann hat sich das gerade erledigt. Gut, dann, oh, das ist die Hexenwelt hier. Ah, Pumpkin Zone. Das sieht aus wie die, kennt ihr das von früher, dieses Polly Pocket? Diese Dinger, die aussehen wie so eine Schminkschatulle. Schmunkschatille, ja, und so zum Aufklappen. Und so sieht das hier auch gerade, finde ich, aus, so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz. Ah, ich glaube, hier in dieser Welt gab es meinen Lieblings-Endboss, den Geist. Der war cool. Oh, und die Jason-Dinger hier. Ich bin einfach durchgelaufen. Genau, die Jason Voorhees, den kennt ihr von Freitag der 13. Hoffe ich, dass das einige von euch noch kennen. Wäre traurig, wenn nicht. Wenn die ganzen guten alten Klassiker vergessen werden. Plopp. Jetzt, da war das Spiel wieder am Lecken. Habt ihr das jetzt mitbekommen? Ja, ne? Das ist keine Ausrede. Das ist, glaube ich, eine Welt, die mir sehr gefallen wird. So ein bisschen auf Grusel und Horror ausgerichtet. Und natürlich sammeln wir ordentlich Münzen ein. Und, eigentlich wollte ich die gar nicht nehmen, fällt mir gerade ein. Ist egal, jetzt habe ich sie genommen. Vielleicht erweist es sich ja noch als nützlich. Will ich da rein? Ja, komm. Da ist eine helle Stelle. Da ist aber nichts weiter. Ah. Okay, ja, ja, ich sehe schon. Okay, das geht. So, mal gucken. Ja. Ich war mir halt erst nicht sicher, ob die Blöcke verschwinden oder ob man die nur nicht sieht, wisst ihr? Das kann ja beides geben. Jetzt hier. Ich möchte schon wissen, was hier noch drin ist. Ja, jetzt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie jetzt hier dreimal eine Münze hinknallen. Aha. Okay, immerhin Leben. Naja, gut. Ja, ob sich das jetzt gelohnt hat, weiß ich nicht. Ich habe immerhin meine Fliegefähigkeit verloren. Darf ich da jetzt draufspringen oder nicht? Ich habe Angst, das auszutesten. Muss ich gestehen. Ja! Ah! Knapp. Jason. Ja, da. Oh. Ja, das Spiel laggt wieder. Da. Könnte auch dabei zusammenhängen, dass es eigentlich ursprünglich halt nicht für den GameCube gedacht ist. Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade Ausreden fürs Spiel zu finden. Oh, ein Vampir. Geil. Oh, das war das Ziel. Das war bestimmt Rüdiger von Schlotterstein. So, komm. Schnapp dir was Tolles. Perfekt. Drei Leben. Nehme ich gern. Dö. Oh. Ach ja, schön. Zweites Level. Was bist du denn? Okay. Und das ist ein Schirm. Okay. Ich lasse das einfach mal so stehen, ne? Und ich lasse links liegen. Dip. Kann ich da rein? Nein. Beziehungsweise, ich habe es nicht richtig getroffen. Ah, da kann ich rein. Ah. Ja, toll. Aha. Ja, ich muss jetzt hier alles dicht machen. Ja, ich hole mir jetzt die Pflanze. Wobei das vielleicht gar nicht verkehrt ist. Vielleicht ist die ja sogar recht nützlich hier. Wer weiß das schon? Ich kann nach oben schießen? Habt ihr das eben gesehen? Ich hab den tatsächlich eben nach oben geschossen. Oder das war ein kleiner Bug. Da kann ich rein, okay.
ich könnte mir das... Oh. Oh, die erinnern mich gerade total an Wonderboy in Monsterland, die Flammen. Sagt wahrscheinlich jetzt auch keinem was, ne? Oh, scheiße, das war meine Blume. Das war meine Blume. Wo muss... Okay. Ein Zyklop. Ach, das ist das Halbzeitglöckchen. Schön. So, wo sind wir hier? Im Wasser. Na, schaffe ich das, da durchzurennen? Ja, schaffe ich, gut. Na, wo kommt der Fisch? Kein Fisch. Komm ich nach Hause, guck auf den Tisch. Kein Fleisch, kein Fisch, kein Honig. Komisch. So. Tipp, tipp. Ja, das ist eigentlich auch relativ eindeutig hier. Gut. Ach, da... Ich bin doof. Ich bin einfach nicht nach rechts gegangen, um das Leben zu holen. Jetzt geht's. Oh, da ist eine Möhre. Wie ich die? Ich weiß gerade nicht, was ich lieber will. Ja, war klar, dass da jetzt... Ich glaube, ich behalte die Blume. Hier haben wir mehr mit Wasser zu tun. Ich glaube, ich behalte die Blume. Was haben wir da drin? Ein Stern! Komme ich da hoch? Nee, so nicht. Doch, so. Ja, so ist gut, Alex. Nee. Ich bin ein Held. So, komm. Nein, ich wollte dich doch umrennen. Na gut, zwei. Drei. Ich glaube, ich werde das nicht mehr schaffen in diesem Leben mit dem Stern. Komm, doch! Jawohl, zwei Leben! Oh, wie komme ich nach oben hin? So nicht. Na egal. Scheiß was drauf. Level geschafft. Dann dürfte jetzt nur noch ein Level kommen und dann kommt schon wieder der Boss, ne? Das geht wahnsinnig schnell voran hier. Krass. Dab, 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 dab. Oh, geile Mucke. Lieb ich. Ach, die darf ich nicht berühren. Gut zu wissen. Na, ist denn irgendeiner ein versteckter Bereich? Ja! In der Tat. Ja. Eine Möhre. Ja, den lassen wir da. Ja, schön. Ihr könnt auch gerne mal eure Erfahrungen, die ihr so mit Super Mario oder allgemein mit Mario-Spielen habt, so in den Kommentaren aufleben lassen. Würde mich immer interessieren, mit was für Marios ihr so aufgewachsen seid. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch, gerade von den jüngeren Zuschauern, eher mit den 3D-Teilen von Mario aufgewachsen sind. Von denen ich ehrlich gesagt kein großer Freund bin. Also ist ich zum Beispiel diese Sachen wie Galaxy habe ich nie gesehen oder gespielt. Also weiß ich nicht. Ich bin halt mit den 2D-Teilen aufgewachsen, die ich auch ziemlich cool finde. Und da ich jetzt ja auch seit kurzem eine Wii habe, obwohl ich von der Wii auch nicht so viel halte, ich habe es ja eigentlich nur, damit ich mit euch Resident Evil für GameCube besser streamen kann, in besserer Qualität. Deswegen habe ich mir eine Wii gekauft, ja. So bekloppt bin ich. Was ist das denn? Secret Exit? Tatsache! Ein Secret Exit? Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, aber, ja, und es gibt ja für Wii auch New Super Mario Bros. Wii zum Beispiel. Das ist ja auch ein neu aufgelegter 2D-Mario-Teil. Und den würde ich gerne haben, weil sowas finde ich toll. Das ist Tatsache eine Extra-Welt hier oben. Geil. Ja, ich weiß nicht, ob das... Will ich da nochmal hin? Da darf ich gar nicht nochmal so hin. Jetzt muss ich das Level echt nochmal machen, um den... Ja... Oh. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Okay. Na gut. Aber zumindest haben wir gesehen, da ist ein Secret Level. Und da kann man ein bisschen Leben farmen und sowas, wie es aussieht. Wenn man nicht stirbt. Und die Gefahr, dass man stirbt, ist bei mir immer relativ groß. Okay, zumindest habe ich jetzt meine Antenne hier wieder. Meine Hasenohren. So, dann haben wir das auch geschafft. Aber wie gesagt, schreibt ruhig mal
was ihr so für Mario-Spiele von Kind auf kennt. Oh, was ist da denn? Ich dachte eben, da wäre noch was Tolles, aber nein, sieht nicht so aus. Ich dachte fast, ich hätte einen Geheimbereich entdeckt. Ja, wie komme ich denn jetzt zum normalen Ausgang eigentlich? Ich bin, glaube ich, in irgendeine Röhre reingegangen, ne? Hier, ja. Dann lasse ich halt die Röhre weg. Ich glaube, ich bin in irgendeine Röhre reingegangen. War ich hier eben? Hier war ich, glaube ich, schon gar nicht eben, ne? Oder? Bin mir nicht sicher. Ich sinn mir nicht bicher. Ne, hier war ich, glaube ich, eben nicht. Oder? Ich bin unentschlossen. Okay. Das sieht jetzt nicht so gefährlich aus hier. Danke. Ach, hier ist die Dingens. Okay. Das ist ja normal. Ich weiß gar nicht. Ich muss ja durch irgendeine Röhre dahin gekommen sein. Anscheinend. Egal. So. Ach komm, Leben. Es ist eigentlich relativ einfach, hier die Leben abzuteilen, finde ich. Bei diesen Greifautomaten-Spielen zumindest. Ja, bei den einarmigen Banditen ist einfach nur Glück. Jetzt kommt der Geist, oder? Ich glaube, der Geist kommt gleich. Nischt? Nischt ist nicht viel. Geht da rein? Ich bin zu weit gesprungen. Kann ich in den Kessel? Nein. Es ist richtig so ein Hexenhaus hier, so eine Art Hexenküche so ein bisschen. Finde ich voll cool. Ich sollte hier nicht so durchrushen, das könnte gefährlich enden. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Da möchte ich mal eben reingucken. Ja, ein Pilz. Ein eisgekühlter. Na, da muss ich runter und dann dahin. Ein Leben. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt, was wir hier reingeguckt haben. So. Ich denke, wenn wir diese Welt geschafft haben hier, also die Hexenwelt, was auch immer das ist, dann werde ich mal eine kleine Aufnahmepause machen, also beziehungsweise die Datei sichern und dann natürlich weiter aufnehmen, ganz klar. So, upala. Und da war das Glöckchen. Ui, Besen. Noch ein Besen. Hier kann man durchhüpfen, ne? Ja gut, da sind noch ein paar Münzen, die habe ich jetzt verpasst. Okay, ja, kann ich mit leben. Mit Münzen kann ich leben. Im echten Leben kann ich mit Münzen auch gut leben. Ich mag Münzen, vor allem die hochwertigen. Ach, da ist es schon hier. Okay. Ah, verstehe. Okay. Ja. Das war die böse Hexe. Leider nicht der Geist. Wo kam denn der Geist? Aber der war doch auch in diesem Spiel, oder? Bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon. Ja. Pling. Vierte Welt geschafft. Yay. Ich würde sagen, dann gehen wir nochmal eine Runde zocken. Und, ja. Dann ist so langsam der Part vorbei. Oder machen wir gleich noch? Ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hier gehen wir noch hin und dann kommt doch die Schildkröte hier unten. Dann haben wir eigentlich alle 6 Welten soweit erstmal geschafft. Ja, hier immer eben rein. Und wir haben ja wieder 200 Münzen. Und gucken, ob wir dafür was Tolles kriegen. Oder wir machen vielleicht gleich noch ein Level. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. So, dann wollen wir mal Schnappi machen. Oh. Eine Niete. Ja komm, dann machen wir noch einen Fuffi hinterher, was soll's. Ich habe ja zwar geschworen, das nicht mehr zu machen. Ja, weil es bringt halt nicht wirklich viel, ne? Für 50 Münzen ist es eigentlich schon fast Verschwendung. Jetzt ist die Zeit ein bisschen knapp. Ach, okay, ein Level. Wir gucken nochmal in die nächste Welt rein, ne? Einmal kurz ein bisschen schnuppern. So, dann können wir mal hier rumgehen, das ist kürzer. Aber noch nicht den Schildkrötenkopf, sondern hier das Mario-Denkmal da oben. Die Mario-Zone heißt es tatsächlich. Hier sind wir im Fuß, okay. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir das Level noch komplett. Ich möchte es behalten eigentlich. Ne, ich behalte hier lieber das fliegige Ding. Ich glaube, das könnte hier mehr wert sein. Okay, bisher ist das jetzt relativ simpel. Das ist gefährlich. Ich warte lieber ab.
So, da wollen wir hoch. Hopp. Ach komm, wir müssen Münzen mitnehmen. Denn wir brauchen wieder 200 Stück. Plopp. Ja, wir müssen ja wieder was für unsere Slot-Machine da fertig kriegen. Plonk. Ich nehme dich mal mit. Schmeiß weg, das Ding. Okay. Und noch eine Dingens. Okay, dann nehmen wir natürlich die Glocke mit, klar. So, dann gehen wir rüber. So, sehr schön. Ich kann jetzt hier die Stampfattacke wenig machen. Bin ich zu doof dazu. Ne, will er nicht. Egal. Da ist... Das ist natürlich das Ende. Das ist das Ende, tatsächlich. Wie komme ich da hin? Von hier oben. Okay. Da, ah, da rechts wäre noch ein Geheimnis gewesen. Das ist egal. Alles letzte Mal. Da ist nochmal eine Möhre. Meine Güte. Gibt es aber echt Items ohne Ende? Das Spiel ist sowas von großzügig zum Teil. Ach so, ich muss mich hier gar nicht laufend bewegen. Ich dachte, weil man versinkt in den Rädern. Aber hier ist das wahrscheinlich der Fall, ne? Ja, da ist es so. Ich komme jetzt da hoch, du. Ich will die noch mitnehmen. Einfach, weil ich es kann. Ja, das ist natürlich scheiße. Nein, auch schade. Gut, jetzt bin ich da natürlich daneben gefallen, aber macht nichts. So haben wir halt dieses Level auch noch geschafft. So, ja, dann war es das erstmal bis hier. Schaltet beim nächsten Part wieder ein. In der Mario Zone geht es dann weiter und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.